Gut, dann suchen wir doch mal den wahren Mörder. Also wir wissen, dass es Clara ist. Und irgendwo hat sie ein Versteck. Unter einer Brücke. Dann erhörte Pferde am Himmel. Puh. Ich folge mal der Spur. Sie muss mich ja irgendwie dahin führen. Hoffe ich. Ah ja. Hier ist ein Brückenbogen. Ich kann leider nicht rauszoomen weiter. Aber das sieht gut aus. So, this is where you've been hiding, Auntie Clara. Zigarettenstummel in einer Blechdose. Jemand hat vor einem der Lagerhäuser Zigarettenstummel in eine Blechdose geworfen. Die Zigarettenstummel waren von hasserfüllten Gedanken durchdrungen. Nach jedem Zug ausgeatmet. Er muss nur noch mit Piljecha fertig werden, der jetzt auf dem Tisch liegt. Ihn ans Ufer schmeißen und dann nach Hause gehen. Krass. Wirre Gedanken. Die Mörderin trägt eine alte Seelenwunde in sich. In ihrem Schmerz und ihrer Wut rächte sie sich an Männern, die die ihr Bruder, der nach Fisch stank, ihr einst zugefügt hatte. Durch das Unrecht hatte sie jegliche Hemmung und Moral verloren und ihre Enttäuschung über ihr Leben in Warschau und die Stadt selbst lieferte ihr einen verqueren Vorwand für die Morde. Ach du Scheiße, okay. Ja, also die Clara ist eigentlich, ist sie dann schon schizophren in der Hinsicht? Sie projiziert alles von anderen Männern auf sich, also zu ihrem Bruder, der sie wahrscheinlich misshandelt hat oder so. Und die einzige Erinnerung oder die stärkste Erinnerung an ihren Bruder ist dieser Fischgestank. Und jeder, der hier natürlich in diesem Kaff nach Fisch stinkt und ein Mann ist, projiziert sie das darauf und will ihn töten. Ich denke, ihr Bruder ist schon lange tot. Ich glaube sogar, sie hat ihren Bruder umgebracht. Aus wahrscheinlich sogar Notwehr. Oder ihr Bruder ist im Gefängnis vielleicht. Aber ich glaube, er ist tot. Okay, dann ist hier noch etwas. Nee, ne? Nö, einfach nur hier reingehen. Huch. So, sorry. Falsche Maustaste. Oder warte mal. Auntie Clara, what did you do to the boy? Piotrusz's older friend. I expected this to be only a matter of time. I warned you he would get hurt. Eben, ich dachte, draußen wäre noch irgendwas gewesen. Ich hoffe, das war jetzt nur die Tür, weil es da so geglitzert hat. Ich habe dich gewarnt, dass ihm was zustoßen würde. Zuerst fragen, was sie mit ihm getan hat, versuchen sie zu überwältigen. Sagen Sie, soll ihn loslassen. Wir reden mal ganz kurz. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwas raus. Why is he lying still? What did you do to him? For now. He's only sleeping. The little angel. Like the others. Also. Versuchen sie zu überwältigen, weiß ich nicht, ob ich das ohne irgendwie meine Hilfsmittel versuche, also ein Salutor. Aber ich habe das nur gerade so ein bisschen im Hinterkopf. Die hat ja schon mehrere Männer getötet. Sie hat sie ja schon irgendwie überwältigt. Problem könnte sein, dass sie genau weiß, was sie tun muss und dass sie es auch bei mir schafft. Dass ich dadurch dann vielleicht versage und der Junge stirbt. Denn, ne, ich meine, das ist ja nicht der erste Mord. Und die anderen Männer hat sie ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ob sie die vorher ein bisschen um den Finger gewickelt hat oder alle besoffen gemacht hat. Ich glaube es nicht. Ah, was antworte ich? Ups. Sorry. Das war keine Absicht. Ich nehme das. Move away from him. None of this is his fault. True. He was bright. He connected the dots quickly and found this place. And this is why you want to kill him now? I don't want to.
but I must. Because of you, you're to blame for the boy wanting to play detective. And now his blood will be on your hands. Sagen, dass es vorbei ist. Ihr drohen. Anmerken, dass Piotrek sie immer gemocht hat. Das stimmt. Der hat die wirklich sehr, sehr gern gehabt und er hat ihr immer Geschenke gebracht. Vielleicht kann ich sie ja irgendwie noch an ihre gute Seite erinnern und nicht an diese krankhafte, mörderische Seite. Mal gucken. Vielleicht komme ich noch irgendwie zu ihr durch. Piotrek ist ein bright lad und er hat sein ganzes Leben ahead of him. He trusted you. Yes. He was the only one who never looked down on me. It's all your fault. Everything would have worked out if it wasn't for this pesky kid. Why are you even doing this? Why wouldn't I be doing this? Why wouldn't I slaughter those stinking sods? My only regret is that I didn't start sooner. Oh cool, wir haben alles aufgedeckt, okay. Von ihrem Bruder sprechen, den Fischgestank erwähnen, ihren Hass auf Warschau erwähnen, sagen, sie soll ihn loslassen. Sie daran erinnern, dass Piotrek am Herzen, dass ihr Piotrek am Herzen liegt. Erstmal noch die weißen Sachen, weil die sind immer optional. Es wäre schön, wenn ich noch ein paar Hintergründe wüsste. Your brother, what is it that he's done to you? Brother? Daft prick is more like it. He raised me after our parents died. Raised me with a heavy hand. I hated him, but I also only had him. Mhm. Fragen, ob sie ihn auch umgebracht hat. Oh, ich muss niesen, Moment. Huch. Fragen, ob Piotrek sie auch an ihren Bruder erinnert. Betonen, dass das ihre Taten nicht rechtfertigt. Mich interessiert beides. Mich interessiert, ob der Junge sie an ihren Bruder erinnert, was ich aber eher nicht glaube. Ich glaube, alle Männer erinnern sie an ihren Bruder. Alle sind gleich, alle sind Arschlöcher, alle sind Schweine, alle wollen sie irgendwie demütigen, ihr was Böses und sie sehr schädigen. In jeglicher Hinsicht. So, egal welcher Mann das ist. Ich glaube, er könnte so nett sein und oder vielleicht auch neutral sein, gar nichts mit ihr zu tun haben wollen und sie würde das immer projizieren. Ich mach mal das Erste. You killed him too? I dreamed about it every day. Until he finally died on his own in a stupid accident. Flittering idiot. He managed to take even that from me. The satisfaction of his death. It's not even about my brother this time. It's about this cursed city. Mhm. Was ist denn mit dieser verfluchten Stadt? Und warum gehst du nicht dann einfach woanders hin? You're not from here. Warsaw wasn't kind to you, was it? Kind? Warsaw devoured me. It chewed me up and shut me out. I came here with the hope of leaving everything behind me. I was a good girl. I wanted to find a job and start a new life. I didn't have any prospects. Whoring turned out to be the only option. It wasn't until I finally got the courage to kill my first river-stinking customer that I felt that there must be some sense in all this. No, not sense. There is no sense. Pleasure. Es war Freude, okay. Sie hat Freude empfunden, jemanden, der nach Fisch stinkt, zu töten. Mhm. Wir sagen, dass die Stadt keine Schuld trägt. Zugeben, dass du Warschau auch nicht leiden kannst. Ganz ehrlich, ich nehme das Erste. It's not Warsaw's fault that you do what you do. That's it. I'm done talking. Oh oh. Wait. Ui, das war knapp. Aber ich musste das sagen. Den Fischgestank erwähnen. You can't stand the smell of fish. Why? Because the past stinks of fish. He only needed to swing his arm to make me nauseous. The stench of fish lingered long on my skin. Now I'm relieving the world of it.
Wie nobel. Du befreist die Welt von dem Fischgestank. Okay, sagen Sie, soll Piotrek loslassen oder Herz benutzen? Ich würde Herz benutzen, weil ich glaube, das könnte dazu führen, dass das hier ganz schnell ein ganz böses Ende nimmt. You won't hurt him the same way you were hurt, because you don't hate him. I have seen and felt how carefree you become in his presence. As if he gave you back moments of childhood that you never had. I'm sorry, Piotrusz. Now we'll leave together. No, magician. Piotrusz has all the time in the universe. I don't. Stop! What the fuck is this place? Who's this woman? Is she... She's your fisherman. She's the one behind. Fucking hell. I knew I would regret it. Don't tell me the kid is dead too. Well? He's alive. Then wake him up and let's get out of here. It really stinks of fish. Everything okay? You all right? All right. Yeah, I'm all right. You're lucky the kid's in one piece. How could you be so irresponsible and act alone? There was no time to think. I had to act fast. And I think you followed your pride, Mr. Great Thaumaturge. Ich glaube eher, der große Thaumaturge wollte den Helden spielen. Naja, wir hatten wirklich keine Zeit zum Überlegen. Also ich hätte da auch so reagiert. Vor allen Dingen, weil ich es ja auch händeln hätte können, ne? So oder so. Wir fragen ihn mal, ob er Clara überhaupt verdächtigt hat. Would you ever think she's the murderess? No, this is where my intuition failed. I also didn't anticipate that she'd take her life like this. Mhm. Sich bei Piotrek entschuldigen, dass du ihn in die Angelegenheit mit reingezogen hast. I'm sorry for dragging you into this, lad. Nah. Forget about it. The risk comes with the job. But I guess you'll have to conduct your next investigation without me. Ach, der arme Junge, ey. Er ist auch traumatisiert. Fragen, wie es ihr gelungen ist, ihn gefangen zu nehmen. How did you end up on this table? I found this dive, and as I was going to get you, Auntie Clara showed up. Then... I don't remember. I understand. Mist. Okay, was passiert jetzt mit Cayetan, unserem Leichenmaler? Er ist ja unschuldig. What will happen to Cayetan now? The perpetrator is deceased, so now I have to tie all the murders to her corpse. It'll take a while without a testimony. Seeing as you've bungled everything here, I'm tempted to hold your painter until he croaks. Just tell me when you release him. I'll call you. Ich bei Pedewin entschuldigen, dass du nicht zuerst zu ihm gegangen bist. I'm sorry, I didn't notify you before. Apologizing won't change the fact that the murderer is dead. Das stimmt. Aber wir haben es aufgeklärt. I'll be waiting for your call regarding Cayetan's case, Commissioner. Sure. Goodbye. Take care, partner. We did good. Let's go. I'll show you the police station. Oh, das war aber nett von ihm. Oh. Willst du bestimmt die Polizeiwache sehen? Oh, was war jetzt hier noch? Was ist das? Papier an einem Baum. Neue Zeit für das VES-Treffen um 17 Uhr. Kreuzung Bednarska und Zima. Hm? An einem Baumstamm genagelter Werbedruck. Eine Organisation namens VES hat die Uhrzeit ihrer Versammlung an der Kreuzung Bednarska und Zimna auf 17 Uhr verlegt. Okay. Apropos. Jetzt kommt mal hier so sinnloses Wissen eventuell.
Ich habe einfach mal so kurz nach diesem Entwicklerstudio gegoogelt und dachte mir, ja, okay, weil man konnte auf der Webseite hinschreiben und sich als Creator melden. Und das habe ich einfach gemacht und habe mich bedankt für das Spiel, weil es mir persönlich wirklich gut gefällt. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, hier rumzulaufen und alles zu entdecken oder so kleine Detektivspiele zu machen. Und ne, so, das ist so, es ist einfach meins. Mir macht das sehr viel Spaß und habe ich den bedankt. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und, ja, was soll ich sagen? Die sitzen wirklich hier. In echt. Also den Sromiskije, südlich und nördlich Datei, gut, das wurde jetzt zusammengefasst. Miro gibt es, Povisle gibt es, Praga, Prager Hafen, das habe ich hier nicht gefunden. Aber ungefähr hier sitzt das Studio in Reel. Das heißt, die sehen ganz genau auf diese Stadtteile hier. Das fand ich so faszinierend. Und Browatsky gibt es auch. Das sieht auch genauso von der Form her aus. Es, keine Ahnung von Polen. Ich beschäftige mich ja jetzt nicht wirklich mit dem Land beziehungsweise mit der Geografie oder der Städte. Aber ich fand das so spannend. Das heißt, die wissen aus erster Hand, dass das so aussah oder so ähnlich aussah oder die Städte oder die Stadtteilaufbau so ist. Und das fand ich richtig, richtig cool. War da sehr fasziniert von. Und ich wusste das halt gar nicht. Ich dachte, das wäre alles so fiktiv oder ja, haben sich irgendwelche Namen ausgedacht, haben so die Stadtteile aneinander gereiht, haben eine Karte designt, ne, so. Irgendwie so. Nö. Und was mir auch noch eingefallen ist, habe ich diese Nebenquest noch? Ah ja, die habe ich noch. Ich möchte ja sehr gern noch die WAG auseinandernehmen. Diese Geheimgesellschaft, das Geheimbund. Der gern meinen Tod möchte. Wieso ist denn das gelb? Warte auf den Beginn der Vorlesung. Ist das einfach nur so gelb? Ist einfach nur so gelb? Nee. Ach ja, okay. Aber hier auch. Weißt du, achso, weil ich es noch nicht gelesen habe. Okay, die wird dann grau. Ah, haha, okay. Das sind alles noch Nebenquests. Ich habe noch so viele Nebenquests offen. Okay. Sie leben. Da ich jetzt auf den Anruf warten muss, gehen wir mal sowieso zurück. Und gucken mal, was wir bei der WAG machen können. Schauen wir doch mal bei den netten Herren vorbei. Und vielleicht auch Damen, keine Ahnung. Bisher kennen wir ja nur zwei. Zwei Herren, glaube ich. Zwei Gesichter fallen mir jedenfalls ein hier. Einmal der Typi, den wir vermöbelt haben. Der so ein... Hier glitzert was. Was ist hier? Was ist hier? Da liegt was. Mich gerade nicht da. Ein Tagebuch. Menschliche Verworfenheit kennt keine Grenzen. Ich hörte von einem Nachbarn, dass eine Art Herrenclub sich regelmäßig in Oberst Wischafs Wohnung einfindet. Seit Jahren lädt der Oberst seine Freunde dorthin ein und das ist auch die einzige Aufnahmebedingung. Leider hat Wischaf aufgrund seines hohen Alters nicht mehr alle Sinne beisammen. Zweifelhafte Gestalten nutzen das aus und erzählen dem Alten, sie würden einander seit Jahren kennen, um Zugang zu den Lustbarkeiten zu erhaschen, die er seinen Gästen bietet. Ein Blatt aus einem Notizbuch gerissen und teebefleckt. Gerüchteweise muss man sich nur als Bekannter von Oberst Wischaf ausgeben, um Mitglied im Herrenclub zu werden. Okay. So, das ist der Friedhofsverkäufer, aber da gab es ja nichts. Wieder durch Zufall hier irgendwas liegen gesehen. Ah, das ist ja so krass. Ah, so viele Sachen. Hier vielleicht auch noch irgendwas rum. Und wieso ist ab und zu hier Kreide drauf? Ist das so ein kleiner Hinweis? Komm her, ich beiße nicht. Glaube ich. Aber ich habe Angst. Oh, hallo. Und die ganzen Frauen, ne, wie sie von mir angetan sind. Ich gehe mal lieber schnell weiter. Sicher, sicher.
Und jetzt? Oh. Was haben wir da? Nachricht an den Lieferjungen. Gib die Zigarren aus der kleinen Kiste um 20 Uhr an den Herren in der Wohnung in der Powazkowska Straße 4 ab. Gib die Zigarren aus der silbernen Kiste an Herren Vyachev persönlich ab. Es ist keine Sonder... es ist eine Sonderbestellung. Oh mein Gott. Huch, die Nachricht eines Butlers. Oh nein. Sei Dank. Die Nachricht eines Butlers. Aber das kann man jetzt nicht mehr lesen, ne? Das ist bloß der Hinweis, der hier erscheint. Scheiße. Ah. 20 Uhr. Das heißt, wir müssen... warten. Ach, erstmal gehen wir hier rein. Guten Tag. Ich bin ein Taumaturg. So, sind einige hier. Mhm. Fill out forms A1, B and D12. Pay the entry fee. Hey, he's a magician. Who's the head of this shit house? I am. Wojciech Konieczny, chairman of the Warsaw Anti-Thaumaturge Society. And you are either extremely insolent or stupid to come here, Tempermancer. Konieczkin, mhm. Sich um sie kümmern. Mit einer höflichen Konversation beginnen. Weil wer ist der Chef in dem Scheißhaus? Höfliche Konversation. Der erste Satz war das schon, ist doch schon gelaufen. Jetzt brauchen wir doch nicht mehr nett sein. Geil. Ja, die mögen mich ja offensichtlich sehr gerne. Das finde ich schon mal gut. Feier ich sehr. Zuerst ansprechen, dass sie dich einen Temperomanten genannt haben. Echt mal hier, Unverfrorenheit, sowas verbiete ich mir. My papa liked the word Temperomancer. He was very hopeful it would catch on in Polish. I'd love to see his face right now. Can you get to the point? Obwohl, ich würde sie gerne noch ein bisschen ausfragen. Vielleicht geht das ja. Let's talk like civilized people. You can't talk to magicians. They're okay. Non-human like the vampires prowling the cemetery. What do you want? Okay, der redet. Sehr schön. Als Resultat deiner Entscheidung bleibt dir dieser Weg verschlossen. Oh, weil wir den anderen da verprügelt haben. Ja, mein Gott, der hat's verdient. Der hat's einfach verdient. Ja, der war ein bisschen matschig in der Birne. Ich meine, der war nur Knete drin. Okay. Enthüllen, was Lech über Wladimirs Unterschlagung gestanden hat. Sagen, dass du eine Entschuldigung erwartest, die Unterhaltung aufgeben, den Kampf beginnen. Hier, das bitte. I've heard that your contributions, including entry fees, are spent on things besides brochures and banners. Oh, what else then? On helping hands that dig up coffins at Bovonsky Cemetery at night. What? Voldek, let's get out of here. I withdraw my candidacy. Did you come here to ruin me? And now I'll take a look around. Don't try any tricks. I felt something. Where is it? Ah, das war jetzt... das war eine interessante Wendung. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Jetzt kann ich mich umsehen. Lass ihn sehen, was es nicht zu sehen gibt. Hier dieses Schwert, was das Taumaturgensymbol durchsticht. Gut, es gibt ja nichts zu sehen, ne? Ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung. Hier glitzert etwas. Vielleicht aber auch auf der anderen Seite. Hm. Hier mit ihr könnte ich noch reden. Taumaturga zu GATA. Ah, guten Tag, junge Dame. Sie sind Mitglied in diesem schönen Hello. Verein. Hello, can I help you? Oha, okay. I won't bother you anymore. Mhm. Komm noch mal wieder. Mhm. Unvollendetes Banner.
Ich könnte wetten, dass dieses das Schönste sein wird. Widerwille verhinderte eine rechtzeitige Vollendung der Arbeit. Missverständnisse über die Aufgabe erzeugte Frust. Hm. Okay. Was ist hier? Konventionen der Meister der Taumaturgie. Und Anhang. Die allgemeinen Gefahren, die von Taumaturgen ausgehen und wie man sich dagegen schützt. Ja, weiß ich, Talisman tragen vielleicht. Salz vor die Haustür streuen oder so? Hm? Die Finsternis verschlingt Stück für Stück unser Land. Noch versteckt sie sich in dunklen Ecken und Gassen, doch bald wird sie mit einer Macht in die Straßen drängen und das Tageslicht auslöschen. Aus diesem Grund, verehrte Leser, haben wir dieses Dokument zusammengestellt, um der Welt das wahre Antlitz der Taumaturgie zu zeigen, die eine Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellt. In den folgenden Kapiteln besprechen wir die folgenden Themen im Detail. Vorwort: Was wir über Taumaturgen und ihre Psychologie wissen. Phrenologische Grundlagen der Veranlagung zu schwarzer Magie. Teil 1. Geheimtreffen der Taumaturgen und deren Konventionen. Anhang 1. Über die Macht des Geistes, Zauber, Hypnose und wie man sich dagegen schützen kann. Zweitens, Opfer von Taumaturgen. Statistiken. Drittens, Taumaturgie als Quelle von Sichtum und Pestilenz in Menschen und Tieren. Mhm. Rituale und Kindesentführungen. Was? 5 Beziehungen zu den Schlangenmenschen. 6. Zauberbeschwörungen und Amulette. Das war so klar. Zum Schutz vor Taumaturgie. Oh, ja, hol dir doch ein schönes Kettchen. Am besten mal aus Gold. Wir empfehlen unseren Lesern, dieses Buch sorgfältig zu studieren. Der beste Schutz gegen einen Feind ist schließlich, alles über ihn zu wissen. Ah, Amulette tragen. Mhm. Ich kenne den Namen des Autors nicht, aber sein Werk sollte recht beliebt bei der WAG sein. Einband, Seiten und Lettern sind von aufrichtigem Spott und Skepsis durchdrungen. Jemand, der das Buch kürzlich in den Händen hatte, nahm es nicht besonders ernst. Glaube ich. So, hier habe ich schon vieles gesehen. Wir gucken mal hinten noch so durch. Hier ist auf jeden Fall noch ein Raum oder eine Ecke. Ein gerahmtes Foto einer Frau. Die Dame auf dem Bild ist etwa 30 Jahre alt. Worte der Sehnsucht und der Vergeltung haben auf den Schichten tiefe, grausame, scharfe Kratzer hinterlassen. Jede einzelne Verfluchung der Taumaturgen so oft wiederholt, bis sie Automatismen waren, hat die Kratzer nur vertieft. Kann ich da mal zur Seite gehen? Hm. Sitzt da auf einem Stuhl. Mhm. Manuskript, mein edler Weg. Erstes Kapitel, das Erwachen. Ein jeder sollte im Leben danach streben, die Welt zu verbessern und den Schwachen zu helfen. Dies war auch mein Hauptziel. Schon in jungen Jahren hatte ich das Gefühl, für etwas Großes bestimmt zu sein. Ich wusste auch, dass mir keine leichte Aufgabe bevorsteht und dass ein steiniger und tückischer Weg vor mir lag. Als ich den wahren, seit Jahrhunderten geheim gehaltenen Grund für das Leiden der Menschheit erfuhr, wusste ich, dass ich nicht länger untätig bleiben konnte. Ich entschied mich, für das Wohl der einfachen Leute zu kämpfen und die Welt ein für allemal von der Wurzel allen Übels zu befreien. Den Taumaturgen, auch Temperomanten genannt. Taumaturgen sind der Abschaum der Gesellschaft, von schwarzer Magie um den Verstand gebracht. Eine vermeintliche Kränkung reicht für sie aus, um willkürlich das Leben unschuldiger Menschen zu zerstören. Sie manipulieren sie, zwingen ihnen ihren Willen auf und verderben ihre Seele.
Sie empfinden eine perverse Freude daran, einfache Menschen zu quälen. Bei allem verlieren sie ihr großes Ziel nie aus den Augen. Die Weltherrschaft an sich zu reißen. Was zur Hölle? Interessant ist, dass hier oben steht, schon in jungen Jahren hatte ich das Gefühl, für etwas Großes bestimmt zu sein. Mhm. Ich wusste, dass es keine leichte Aufgabe wird. Seit Jahrhunderten geheim gehalten für das Leid der Menschen. Mhm. Sie erfuhr davon. Oder er? Ich glaube, sie. Von wem? Gott? Hat sie irgendwie Gott persönlich getroffen? Hat einen Busch gebrannt in der Wüste oder wie? Also, hä? Was zur Hölle stimmt mit dem Menschen hier nicht? Er. Ach so, der Chef hier. Okay. Er hat sein gesamtes Leben dem Kampf gegen eine Sache verschrieben, deren Bedeutung er nicht verstand. Wie traurig. Ich würde sagen, wir kriegen das auch nicht mehr in seinen Verstand gebläut. Weil er einfach so konditioniert ist, wie das da schon stand. Das ist Automatismus geworden. Und ich glaube, irgendjemand hat ihm sehr weh getan. Vielleicht war das seine Frau dort hinten auf dem Foto. Und die ist verstorben durch einen Taumaturgen. Möglicherweise. Vielleicht. So. Weiß nicht. Ein zerknüllter Brief. Weltweite antitaumaturgische Gesellschaft. London 53. London. Haus Nummer 53, Wohnung 4, Knightsbridge. An Herrn Wladimir Konetsky. Vielen Dank für Ihren Brief. Wir haben Ihren Bericht über die Warschauer Gesellschaft gelesen und sind beeindruckt vom Enthusiasmus, mit dem diese ihre Aktivität durchführen. Um Ihre zentrale Frage zu beantworten, obwohl wir dieselben Ziele verfolgen, ist für uns die Möglichkeit einer Kooperation und oder der Eingliederung der Warschauer Gesellschaft als Ortsverband in unsere Gesellschaft ausgeschlossen. Sehr schön. Unsere Organisation würde niemals so weit gehen, in einem solchen Ausmaß zu Gewalt anzustiften. Wir glauben außerdem daran, dass Taumaturgie heilbar ist. Das klingt nicht gut. Genau darauf begründen sich unsere Strategien, Widerstand zu leisten. Wir hoffen, dass die Warschauer Gesellschaft eines Tages ebenfalls zu dieser Einsicht kommt. Hochachtungsvoll, George Kenneth Carlyle, Präsident der weltweiten antitaumaturgischen Gesellschaft, übersetzt durch Janina Tschüssikowna. Das ist sehr schwer für mich zu lesen. Es ist heilbar. Ganz kurz. In diesem Zeitalter hatte man ja auch Schizophrenie und andere psychische Leiden versucht zu heilen. Mit ganz, ganz merkwürdig krassen Methoden, wie zum Beispiel Elektroschocks oder so. Leute wurden ja in so Heilhäuser gesteckt, die eigentlich nur dazu dienten, dass die irgendwann zugegeben haben oder was anderes zugegeben haben, die viele Sachen eher verschlimmert haben. Und ich hoffe, dass wir niemals gegen diese Gesellschaft hier in London kämpfen müssen. Die würden uns sonst wohin stecken und einsperren, das klingt gar nicht gut. Sieh an, nimmt die weltweite antitaumaturgische Gesellschaft ihre Warschauer Filiale etwa nicht ernst? Ihr Filiale klingt irgendwie interessant. Oh, was ist das? Brief eines preußischen Beamten. Ein Brief eines preußischen Beamten, in dem er sich für wertvolle Informationen bedankt und die Bezahlung erwähnt, die Wladimir für seine Hilfe erhalten hat. Wladimir steckt in Korrespondenz mit dem Untergrund, der die wachsende Miliz der WAG im Gegenzug zu einer großzügigen Spende für revolutionäre Zwecke nutzen will. Kenne ich jemanden, mit dem ich dieses Wissen teilen könnte, um die WAG stillzulegen?
Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Ah, es glitzert hier irgendwie noch so ein bisschen. Oder? Nö. Ich rede noch mit ihr. Habe ich jetzt alles gefunden? Is there anything else you want to ask? Ha. I won't bother you anymore. Hacke. Zwei Sachen fehlen mir noch. Oh nö. Das ist so scheiße. Das ist kacke. Wieso schweben mir hier die Zettel? Hier kann ich nicht hin. Ich habe ja auch nichts mehr. Ich kann nur noch mit ihm reden. Dann mache ich wenigstens das eine. Ich habe das andere leider noch nicht gefunden, um die anderen Dialoge zu machen. Is there anything else? Dann wenigstens das hier. Do you roam cemeteries and fight vampires too? What? No, I'm new here. They've only had me paint some banners for now. I've seen them. I can tell you're talented. It's just doodling. Es ist nur eine Kritzelei. Hm. I won't bother you anymore. Meine Gedankenspur gefunden. Folge der Gedankenspur. Wie geht's zu ihm? Okay, ich muss mit ihm reden. Ja. Na gut. Hoffentlich kann ich mit ihr nochmal reden. What do you want, Tempermancer? Einen Deal vorschlagen, eine Diskussion über die WAG beginnen. Wir können mal diskutieren. This society of yours is funny. You must not deal with many actual problems in your lives. You're the real problem. We're fighting for a world free of such vermin. And soon we will win. No one will fall victim to Tempermancer magic anymore. Oh, ich habe alles gefunden. Also wir werden die Welt von Ungeziefer befreien. Warum verschreibt er sich denn nicht dem Bekämpfen von Vergewaltigern, Kindesmisshandlungen oder sowas zum Beispiel? Das sind doch Gründe, eventuell diese Menschen auszumerzen, hinter Schloss und Riegel zu bringen. Keine Ahnung, irgendwas mit denen anzustellen. Anstatt mit mir. Mit mir. Ach gut, na gut. Also dann, nach dem Foto fragen, wo eine Frau drauf ist, dem Schwindel mit dem auferstandenen Leichen ansprechen, Volozimirs Schriftstück erwähnen, den Brief der Internationalen Gesellschaft ansprechen.